Willkommen zur letzten Rainbow Six Siege Folge der Woche. Wir spielen mit. Oh, was hat denn Doktor für eine Tarnung? Okay. Mit Bandit. Und anscheinend auch mit einem Rekruten. Level 100. Achso, der hat ja doch jemanden. Okay, gut. Ich dachte schon. Okay, einen Rekruten haben die bestimmt. Der hat nämlich nichts ausgewählt. So, Bandit und als Angreifer will ich mal, wie hieß er, Jakal nehmen. Die neuen muss man ja auch mal ein bisschen spielen. Mal, was heißt neu? Die sind jetzt Februar rausgekommen. Das ist jetzt schon über 2 Monate her, dass sie draußen sind. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Oh, Ihren Raum stimmt. sichern. Die Map ist ja Grenze, ja. Warte, was steht da? Was steht da? Speech is silver, silence is gold, haste makes waste, the good. Leather is half a shave, failure is the mother of success. Ah ja, okay. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Aua! Oh, ich hab ihn getroffen. Okay. Scheiße! Oh, ich bin der Letzte, der mal wieder die Rüstung hat. Nicht hat. Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. So, was habe ich auf Stacheldraht? Kann da jemand hier die Tür zu machen? Warte mal. Wenn ich mich jetzt beeile. Ich setze Stacheldraht ein. Dann bin ich weg. Irgendeiner macht hier Kurzschüsse. Einschussabschüsse. Da ist einer. Du machst das schon. Jawohl. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Okay, komm, komm, komm. Go, go, go. Ah! Feinde ausschalten. Letzter verbleibender Gegner. Letzter Gegner. Twitch. Nein, ich hab doch gerade geschossen gehabt. Ach, verdammt. Boah, wie ernst die guckt, ey. Verdammt, nee, das brauche ich gar nicht mehr anschauen. Wer? Nee, nach dem. Naja, also vom Gesicht her geht's ja, aber jetzt so. Die Haare passen gar nicht zu ihr. Falls du das meinst. Längere Haare hätten ihr besser gestanden als so ein Knoten auf dem Kopf. Komm, Puls, du machst das. Nutze deine einzigartige. Wir hatten irgendwelche gewellten, kurzen, offenen Haare, glaube ich. Echt? Ja, kann man sicher. Kann ich mir hier nachher nochmal angucken. Stimmt, ein Knoten war das gar nicht, ja. Auch hier ist zum Beispiel eine gute Kamera, aber. Die einfach mal keine einzige Kamera kaputt ist. Das hatte ich ja noch nie. Noch nie in irgendeiner Runde war jede Kamera ganz. Bisher jedenfalls. Irgendeine Kamera muss sie doch auffangen. Die hier ist doch ganz gut. Die benutze ich jetzt.
Die muss bald hier vorbeikommen? Oder halt von der anderen Seite? Oh, bei denen geht's ab. Ja, er hat's gemacht. Nice. Immerhin habe ich auch einen Kill. Ach, da bin ich gut. Ich wollte gerade sagen, ich hatte doch einen Kill. Aber wen habe ich denn nochmal... Ah ja, genau, stimmt ja. Diesen einen Rekruten. War jetzt nicht ein richtiger Kill, aber... Tod ist tot. Da ist Jackal. Da. Meiner. Mein Jackal. Die rennen bestimmt eine ganze Ecke rum. Deswegen, auf der Map könnte der echt ganz gut sein. Mit den Leuten meine ich jetzt. Ich hoffe mal, dass die keinen Angreifer in der Art von Doc machen. Also auch einer, der so ein bisschen heilen kann. Aber. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Nur halt nicht mit so einer Pistole, sondern halt vielleicht irgendwie anders. Auf jeden Fall kein Heiler für die Angreifer. Das, ich glaube, das wäre einfach nur zu stark. So wie es bisher ist, ist es ja eigentlich alles ganz in Ordnung. Keiner ist zu stark. Ah, die sind hier drin. So, da haben wir einmal Puls. Einmal Mute. Ich bin schon drin. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. So, und der letzte ist... Oh. 10 Sekunden bis Einsatz. Toll, letzte Kamera, die man sich jetzt angucken kann. Ach, schönes Bild. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Man kann trotzdem dort tatsächlich noch was erkennen, so ein bisschen. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. So. Meine Special-Fähigkeit war ja, Leute zu sehen durch Fußspuren. Und sie sogar zu markieren irgendwie. Wie auch immer das nochmal ging. Ich lasse die Kamera einfach mal an. Was hat sie gemacht? Hallo? Ash? Was zur Hölle? Ach, meine Ash, hör doch mal auf. Holy! Bist du denn wahnsinnig, Ash? Ja, ich hab's gesehen, ja. Ja! Lauft ihr alle hier vor. Ja, schön. Der ist wenigstens weg. Nein, so ein Arsch bin ich nicht. Ich hab nichts mehr. Drohne ist aktiviert. Reiner. Bevor du mein Buddy anrührst, ja? So, muss es jetzt einfach mal sein. Ich glaube, das kann ich ausmachen. Mein Gameboy. Zack! Boah! Mein Comeback! Jawohl! Jawohl! Komm, den bumse ich jetzt. Ja! Ja, Mann! Klar, die Drohne habe ich natürlich von uns kaputt bekommen, ist klar. Ja, doch, der letzte war ein Treffer. Alter, mit den ARKOG zieht er das G36 ziemlich nach oben. Hätte ich nicht erwartet. Und wir haben jetzt mal den Matchball. So muss das sein. Endlich mal eine gute Runde wieder. Und die geht jetzt sogar schon länger als die letzte Folge. Also fast länger, die geht jetzt 10 Minuten. Zwar auch schnell vorbei, aber eine angenehme Länge. Für eine normale Regenbogen-6-Folge. So. Ich glaube, Tarnungen sind momentan nicht mehr so in irgendwie. Also früher hatten echt alle eine Tarnung. Wenigstens irgendeine 0815-Tarnung. Aber gut, ist ja auch nicht wichtig. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen so, hier wieder schützen. Den Spruch verbarrikadieren. Und schon wieder hier. Alle drei Runden sind in diesem Raum. So, ich gehe wieder zu meinem Stand. Fuck you. Nein. Mein Platz.
Na, noch einer. Ah, ich mach das mal unter Strom, ich Idiot. Ich bin doch Bandit. Ich hab das total vergessen. Zack. Zack. Ja, da muss ich nicht unbedingt. Ach, das ist. Ich hab ein Echo. Zack. So, die letzte Runde holen wir auch. So muss das. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Ja, okay, aber es sind darauf, auf das Ding. Geht das? Ah, das geht, okay. Ich kann auch einfach ein Gehäuse mit einem Schlag kaputt machen. Ist halt die Rainbow Six. Ich hänge hier aber dann fest. Ich bin. Geh doch da rauf, was machst du denn? Ich gucke. Ah, hier kommt nämlich einer. Die kommen gleich von der anderen Seite, aber. Nachladen! Weißt du schon, dass sie da sind? Wieso ich dich noch? Wieso? Ich hab die noch getroffen. Ja, ich weiß, sind gerade überall. Der kann gut die Zeit damit verplempern auf die Server zu schießen. Kavera hilft mir schon. Die ist auch da. Mein Kill, bam! Jawohl, Twitch. Dieses Mal nicht. Ja, kommt nur alle zu mir. Was macht denn jetzt hier Puls? Hä? Der ist verwundet. Nein! 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 Ach, beide sind so verwundet, glaube ich. Scheiße. Oh nein, wenn die jetzt beiden ja! Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Und Juli Kratos hat doch noch einen Kill. Jawohl. Verblutet, deswegen, der letzte. Eigentlich war das meiner. Das war cool. 5 Kills sogar. Makelloser Sieg. Endlich mal wieder. Und zweiter. Ja gut, Kavera war echt nicht schlecht in der Runde. Und Stufe 71. Ja, das war eine gute Runde. Oder gutes Match. War nicht zu leicht, sondern war halt genau richtig. Okay. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Ich frage mich ja, wann diese komischen Tütchen kommen. Die haben ja gesagt, das wollen die mit zur zweiten Season, glaube ich, einbauen. Und wann die kommt, ich glaube, wann war nochmal Dustline draußen? Im Mai. Glaube ich. Vielleicht nächsten Monat kommt eine neue? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und wenn, dann sind ja die Hongkong. Dann ist Hongkong dran, so. Und auf die bin ich eh nicht so gespannt wie auf Polen. Bin schon mal gespannt, was die sich da ausdenken. Gut. Also bis zum nächsten Part von Rainbow Six Siege. Tschüss.